Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. Ja, und wir sitzen immer noch hier fest. Er erzählt da irgendeine Scheiße, ich habe keine Ahnung, was er da macht. Und wir haben echt keinen anderen Ausweg, als aus diesem blöden Fenster hier zu klettern. Und ich habe keine Ahnung, nach unten wäre ziemlich scheiße, da können wir auch nicht hoch. Wir können auch nicht diese blöden Schornsteine klettern. Ich habe keine Ahnung, dass... Oh. Delilah ist wohl eine Hexe. Wie ist das nur möglich? Das willst du gar nicht wissen. Ach ja, Geld, genau. Fragen? Nö. Lady Emily, es geht Ihnen gut. Meine Güte. Oh Gott, sie lebt noch. Harfe spielen wir jetzt ein bisschen dumm. Wo ist der kaiserliche Schutzherr? Hier läuft ein Staatsstreich. Mein Vater. Er wurde eingesperrt, sozusagen. Mhm. Sie müssen aus dem Tower heraus, durch den Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag, unten am Hafen, hat den Schutzherrn gesucht. Finden Sie sie. Fliehen Sie aus Dunwall. Alexi, tut mir leid. Leben Sie wohl. Ach mein Gott, sie war so... Ich weiß nicht, ich hab's da einmal gesehen, aber ich mochte sie schon direkt. Oh, war falsch. Das ist das Tagebuch. Neuer Kapitän nennen. Eine neue Kapitänin ist in Dunwall eingetroffen. Ihr Name ist Megan Foster und sie sucht nach Corvo Altano. Vielleicht kann sie dir helfen. Okay. Okay, Knochenschmiede, Ausrüstung, Wissen, Karte, Stapel, das hatten wir ja gerade alles, auch Audiografien. Aha, Reiseprotokoll, ein neues Jahr. Oh, da, das können wir auch noch schön lesen, aber erstmal später. Entkomme aus Sommer, öffne den Schutzraum, eliminiere Mortimer Ramsay, finde Mortimer Ramsay. Der Hauptmann der Nachtwache, der dich verraten hat, ist im Besitz deines Siegelrings. Hol ihn dir zurück und kümmere dich um Ramsay. Ramsay, ich hasse diesen Namen. Ey, schon aus Game of Thrones, ne? Ich bin so vorbelastet. Ich will erst den. Und du bist da hinten. Eine Nacht im Puff. Eine. Hauptmann Mayhew? Sie kennen mich nicht, aber Sie müssen dem kaiserlichen Schutzherrn ausrichten, dass ich eine Nachricht für ihn habe, die ich ihm nur persönlich übergeben kann. Ich arbeite mit einem alten Freund zusammen, Anton Sokolov. Alle Schiffe sollen den Hafen verlassen, aber ich warte, solange ich kann. Bitten Sie Lord Corvo, mich hier zu treffen. Mein Schiff ist Dreadful Vale. Megan Foster. Einzige. Und jetzt habe ich überall Schanker. Und ich sage, ich bin immer wachsam. Klar, sagt er. Ich muss da rein. Lehnen dich um die Ecken herum, um die Lage auszuspähen. Ah, hier ist keiner. Ach, ich immer diese Schleichen. Das Essen, das lasse ich mal. Für den Fall, dass ich es gleich brauche. Falls ich getroffen werde. Emily, ich weiß, das sind schwierige Zeiten. Du herrschst über vier Nationen. Und ich kann mir kaum vorstellen, unter welchem Druck du stehst. Nur du... Und vor dir deine Mutter kann wissen, wie das ist.
Wer auch immer deine Feinde erledigt, tut es kalkuliert, um uns zu schwächen. Ich weiß, wie es ist, für Morde beschuldigt zu werden, die man nicht begangen hat. Aber glaub mir, wir finden diesen Kronmeuchler und lassen ihn bezahlen. Morgen ist der Jahrestag ihres Todes. Ein wirklich trauriger Tag. Aber denk auch an all das, was in den letzten 15 Jahren geschehen ist. Du bist auf dem Thron geblieben und hast getan, was deiner Meinung nach richtig für die Menschen im Reich war. Du hast den überschwemmten Bezirk trockengelegt und die Banden in Schach gehalten. Gestern ist ein prächtiges Schiff mit Jessamines Namen vom Stapel gelaufen. Du bist die Herrscherin geworden, die deine Mutter wollte. Und ich bin stolz auf dich. Oh. Corvo, ich hol dich auf jeden Fall wieder zurück, ey. Okay. Gott, da war einer. Tutorial. Mich auf die Arbeit konzentrieren. Den Kuss vergessen. Wir müssen Gegner, um sie zu dominieren. Dieser Kuss. Oh. War's der eklig. Scheiße. Das ist Emily Caldwin! Wie kann ich denn kämpfen? Hallo? Du gehst nirgendwo hin! Nimm das! Ah. Hallo? Wie kann ich... Sie kämpft? Ist verletzt! Macht sie fertig! Hä? Bitte. Was war das denn jetzt? Ach, so geht das. Jetzt weiß ich's. Okay, ich hab's. Verfluchtes Weib! Ich glaube, das hätte nicht so sein müssen. Aber egal. Gegner töten, überwältigen. Mein Gott, ey. Ich bin jetzt schon ein bisschen überfordert hier. Nach da unten, aber ich glaube nicht, dass das richtig ist, wenn ich jetzt einfach so nach da unten gehe. Luft ist schwer heute. Lass dann kaum atmen. Okay. Die Leute werden hier schon gequält. Da steht einer. Bewegst du dich denn? Bewegt sich das? Ich glaube, es sind zwei.
ich lesen kann. Klar, hält er mich für blöd. Hm. Ich kenne alle meine Buchstaben und ein paar mehr. Ach mein Gott, wie kann ich mich denn jetzt... Wo finde ich denn jetzt diese scheiß Tutorial-Anzeigen da? Nee. Mann. Toll, jetzt habe ich den Gemachschlüssel. Den brauche ich jetzt auch. Ich hätte das vorhin anzeigen. Ich weiß nicht, wie man hier so rüberschluseln kann. Verräter. Ja, Verräter verdienen den Tod. Ich weiß nicht, das könnte noch nützlich sein, alles. Guck mal, hier könnte man sich verstecken. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja. Was haben wir denn da? Eliminiere Mortimer Ramsay. Du könntest Mortimer Ramsay im Schutzraum einsperren. Dort fände er auch Nahrung und Wasser. Ach so. Die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramsays haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Wie komme ich denn an der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. Ich weiß nicht, wie ich um die Ecke lupen kann. Also mal sehen. Oh oh. Was war's? Ich hätte die Leichen wegpacken müssen. Hey, wer ist... Für die Layla! Dafür wirst du zahlen! Nimm das! Mir bist du nicht gewachsen! Die Herrscher... So, ich hab den Ring. Den lasse ich nicht mehr los. Mhm. Wo ist denn der Schutzraum? Wo ist der Schutzraum? Jetzt mal ohne Scheiß. Wo ist der Schutzraum? Entkomme aus Donville, öffne den Schutzraum. Was? Wie soll ich den denn? Na dann, gehen wir halt spazieren. Er könnte mir vielleicht noch vom Nutzen sein.
Das Schloss stammt von Sokol. Ich schmeiß ihn da einfach immer voll hin. Geil. Wollten Sie das nicht immer, Ramsay? Die Kaisersuite ganz oben im Dunwall Tower? Sie bleiben hier, bis alles vorbei ist, Ramsay. Mit Brunnenwasser und dem Bett neben einem Vermögen. Einmal drüber krabbeln. So, wir haben den kaiserlichen Schutzraum. Ist das jetzt... Schön, ich habe das gerade selber ein bisschen gelesen. Flüstern aus dem Nichts von Banoli Molani. Ablandungen über die physische Existenz der anderen Welt. Die Geschichte ist weitläufig bekannt. Eine Person hat aufgehört zu atmen, weil sie unter Wagenrädern oder durch andere tragischen Umständen eingeklemmt ist und wird für tot erklärt. Doch sobald das Gewicht entfernt wird, erholt sie sich schnell wieder. Trotzdem galt diese Person für eine kurze Zeit bereits als verloren für uns, verloren für diese Welt. Und was hat diese Person während ihres vorübergehenden Todes erlebt? Dunkelheit? Leere? Nein, etwas ganz anderes. Sie erzählt uns, wie so viele andere auch schon, dass sie an einem bestimmten Ort war und kann ihn sehr genau beschreiben. Und wer von uns kennt diesen Ort nicht? Haben wir ihn nicht alle bereits in unseren Träumen gesehen? Diesen Ort kennen wir alle in den entlegensten Winkeln unseres Geistes. Das Reich, wo nichts einen Sinn ergibt, wo man zugleich verloren und verborgen ist. Das Nichts. Ha, willkommen bei Dragon Age. Holla. Pistolenkugeln, das ist sehr schön. Gesundheit. Sollte ich mitnehmen. Knochenartefakte. Ah, Auszug aus einem Buch über Seemannstradition und aus Wallknochen geschnitzte Objekte. Knochenartefakte sind der Segen eines Seemanns, so sagt man. Die Geschichte der Schnitzkunst reicht weit zurück und wurde von den alten Hasen an die Grünschnäbel weitergegeben, die noch nicht auf einen schwankenden Deck geradeaus gehen können. In längst vergangenen Zeiten fertigten die Seemänner Schnitzereien aus den Stoßzähnen der Eisrobben und den armen, langen Hauern der Bären an, die auf den Inseln nördlich von Tivia lebten. Als der Walhandel begann, wandte sich die Schnitzer den Knochen dieser riesigen Bestien zu und schufen Artefakte, die in der Nacht singen und der Mannskraft zu manchen Schützenjägers eines kleinen Segen verleihen oder vor Schwangerschaft schützen. Das ist ja sehr interessant. Naja. Der Kronmeuchler hat mit all dem zu tun, mit dem Herzog und Delilah. Ach so. Ah ja, war, hatte ich doch richtig die ganze Zeit. Pistolenkugeln, auch wieder sehr wichtig. Emily, ich wollte dich heute Morgen nicht wecken, aber ich hoffe, du vergibst mir, da wir uns schon gestern Nacht 100 Mal Lebewohl gesagt haben und die einzige Gelegenheit, dich mit zerzausten Haaren zu sehen, ist nun einmal, wenn du schläfst. Bei Sonnenaufgang setzt du erneut dein Kaiserinnengesicht auf. Ich bin froh, dein wahres Gesicht zu kennen, dass das zu unserem albernen Reimen lacht. Ich will nicht zurück nach Morley, aber ich werde dort gebraucht. Wir sehen uns erst in 4 Monaten wieder, ich werde dich vermissen. Und ja, ich bringe dir weißen Tabak für deine Wasserpfeife mit. Lord Corvo, wenn Sie das in Ihren Rolle als Schutzherr lesen, sollten Sie wissen, dass ich nur scherze und mir bewusst ist, dass weißer Tabak in Christo verboten ist. Pass auf dich auf, meine kühne Emily. Fall von keinem Dach herunter. Ich liebe dich, Wyman. Oh, wir haben einen Freund. Das ist sehr interessant. Boah, die Bettwäsche ist geil. So, da sehen wir nichts. Emily. Kaiserner Schutzherr in unseren Zeit, Teil 1. Ach du Scheiße. Corvo Atano, der kaiserliche Schutzherr in unserer Zeit, Teil 1. Corvos Eltern waren schon älter, als er geboren wurde, und sein Vater starb bei Baumfellarbeiten außerhalb der Stadt, als Corvo noch jung war. Zu dieser Zeit ging seine älteste Schwester nach Morley und die Familie verlor sie aus den Augen. Mit nur 16 Jahren versetzte Corvo die Einwohner Kanakas in Erstaunen, als er das alljährliche Klingenverbena gewann. Die Zuschauer aus ganz Erkonus waren begeistert, einen so jungen und talentierten Kämpfer zu sehen, der aus einer einfachen Arbeiterfamilie stammt und einen Kampf nach dem anderen für sich entschied, bis er schließlich den Hauptpreis gewann. Diesen unerwarteten Ergebnis verschaffte Corvo einen Platz als Unteroffizier in der Serkonischen Garde.
Als Soldat nahm er an zahlreichen Schlägen gegen organisierte Verbrechensbanden unter unrechtsmäßigen Staatsstaaten in Serkanus und Piratenbanden auf der Inselkette im Osten von Serkanus teil. Nachdem er vom Herzog von Serkonus, damals nach Theodanes der Vater von Luca Abel, im Alter von 18 Jahren fortgeschickt wurde, sollte Corvo dem Kaiser in Dunwell als diplomatisches Geschenk zu Diensten sein. Sein serkonisches Erbe machte ihn in Dunwell jedoch zu einem Außenseiter und die Hauptstadt muss auf ihn exotisch und wie voller alter Geheimnisse gewirkt haben. Ein paar Monate nachdem er Dunwell angekommen war, erhielt Corvo die Nachricht, dass seine Mutter wenige Wochen nach seiner Reise nach Kanaka der Tod ereilt hatte. Ach, der Jemene. Auch eine Puppe. Ein Wecker. Was haben die alle hier mit ihren Weckern, ey? Stehen die nicht rechtzeitig auf? Die haben wir. Ich muss weiter. Nein, ich muss das erst machen hier. So. Ich vermute, ich brauche die. Ach so. Das ist super. Okay, das habe ich. Da müssen wir raus. Das Essen lasse ich nochmal hier. Die Reserven helfen nicht gegen Delilah, selbst wenn ich alles hier herausschaffen könnte. Okay. Einen nehme ich mit. Wir müssen ja raus. Ich hätte den einen ja auch töten können, aber ich weiß nicht, vielleicht ist er noch wichtig. Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Och Leute, ich lese echt nicht alles vorne. Also hier. Und dann das. Könnt ihr selber lesen. Was würde meine alte Gouvernante sagen? Wahrscheinlich, dass ich gerade sitzen und Wyman heiraten solle. Sie würde mich fragen, wann der Krieg der vier Kronen endete. 1625. Oh, wir können auch Gemälde verscheuern. Das ist ja interessant. Ich gehe mal davon aus, dass wir jede Menge Kohle brauchen. Ich muss schleunigst raus aus Dunwall. Ja. Ich muss nach unten, ne? Delilah hat Vater zu Stein verwandelt. Aber ich werde ihn befreien. Da unten läuft jemand. Fallkreuz. Lass dich von oben auf einen Gegner fallen, um keinen Schaden zu erleiden. Drücke kurz vor der Landung RT, um einen Falkenangriff auszuführen. Oder RB, um deinen Gegner zu überwältigen und nur bewusstlos zu schlagen. Ah. Treuloser Hund. Das war bewusstlos?
Na gut. Ich muss ein Schiff finden. Auf den Schienen gehen wir jetzt. Hier wimmelt es von Männern des Herzogs. Boah. Mal her, schlechte Nachricht. Ramsay ist weg. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Emily Caldwin ist offenbar geflohen. Mhm. Wir müssen sie finden. Das war's, das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos, so oder so. Es gibt keinen Weg zurück. Ich hätte gerne wieder Kräfte. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich muss da runter, aber... Viele Leute, die einfach so umgebracht haben, ne? Verdammt, ich muss pinkeln. Dann tu's doch bitte. Ach ja. Was labern die da immer für einen Scheiß? Ne? Ich hab so Hunger. Ich bin einziger. Und jetzt hab ich überall Schanker. Spieler auf deine Art. Solltest du entdeckt werden, ist das kein Weltuntergang. Du hast immer noch verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Töte alle Gegner im Kampf, setze die Gegner nur außer Gefecht. Fliehe und verstecke dich, bis deine Gegner die Suche einstellen. Nutze Kräfte, Ausrüstungsgegenstände und List, um diese Situation kreative Weise zu meistern. Kann ich hier rein? Scheiße. Gefällt. Wow. Das war gut. Scheiße, war das gut. Oh, hier komme ich auch nicht weiter. Nein. Toll, bringt mir auch nichts. Fischschwanz? Wie geil ist das denn? Okay, bringt mir alles hier nichts. Stiefel und was krieg ich? Eine Socke. Eine sinnlose Socke. Oh ja, da bitte. Oh fuck. Ich muss mich erstmal hier verstecken, bis der Typ wieder weg ist. Ich habe nicht gesehen, dass da auch welche stehen. Ich möchte durch die Häuser gehen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu dumm. Obwohl ich so auf offener Straße das auch nicht ganz in Ordnung finde, wie ich hier eigentlich so durch die Gegend latsche. Oh, bitte du da vorne, seh mich nicht, ey. Ach, er sieht mich beinahe. Das ist schon mal gut. So. Hier ist einer reingegangen, das weiß ich.
Zack. So, den haben wir auch. Wie komme ich denn daran? Kiella, tut mir leid, dass du uns verpasst hast. Ich werde die Kinder früher als erwartet aus Dunwall fortbringen. Ein paar Wochen vor dem baldigen Jahrestag des Todes von Kaiserin Jessamine. Es wird immer schlimmer. Und damit meine ich nicht nur den Kronenmeuchler. Außerdem kann man mit den neuen Silberbergleuten im Süden gutes Geld verdienen. Daher sind ein paar Vorbereitungen nötig. Erstmal danke. Okay, da steht er. Achtung, Bürger von Dunwall. Achtung, Bürger von Dunwall. Von heute an ist Delilah Caldwin neue Kaiserin. Reise, Delilah. Erste ihres Namens. Ferner wird die alte Kaiserin Emily Caldwin wegen Verrats gesucht. Alle, die Emily Caldwin Unterschlupf gewähren, werden verhaftet. Menschen von Dunwall, bleibt zu Hause. Es wird davon abgeraten, die Straßen zu betreten. Okay, da stehen zwei. Steht hier direkt gegen. So. Drei bin ich umgangen. Diese Impertinenz. Niemand hat mir zu widersprechen. Nicht, wenn sie bezahlt werden wollen. Bist du gefährlich? Ich kümmere mich um meinen Kram. Versuch durchzukommen. Dankeschön. Auch der ist auf unserer Seite, ist das schön. Bürger von Dunwall, hört mich an. Leiten Sie uns zum Wohl Ihrer Familien. Alle Hinweise zu den Mördern und Verrätern, Emily Caldwin und Corvo Atano weiter. Hallo? Oh Gott. Er will die Miete pünktlich? Vielleicht zahle ich einfach nicht. Was will er schon machen? Bitte, 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 bitte. Super. Ja, ich kann keine Munition mehr tragen. Ist ja auch kacke. Was ist denn da oben? Neues Extrablatt. Kaiserin Delilah Caldwin, rechtmäßige Thronerbin, herrscht nun über Dunwall. Die Thronräuberin Emily Atano und ihr mörderischer Schutzherr wurden verhaftet. Verschwinden Sie! Bis morgen sollten Sie das... Nein, nein, nein!
Was? Hilfe! Du bist deine Uniform nicht wert. Hilfe! Zu Hilfe! Dieser Kerl, Teil des Staatsstreichs, da bin ich sicher. Ich habe ihn mit Ramsay von der Stadtwache reden sehen. Nicht nur sie wurden getäuscht, aber die Morde gingen nicht auf mich. Das weiß ich. Ich hätte nie den Namen Kronenmeuchler drucken dürfen. Man hat mich dazu gezwungen. Tut mir leid. Ist vergeben. Was auch immer geschieht, seien Sie vorsichtig. Wenn die Zeit reif ist, drucken Sie die Wahrheit. Das werde ich tun. Ich frage nicht nach Ihren Plänen, aber zum Wohle Dunwalls und des Reichs hoffe ich, dass Sie Erfolg haben. Ja, ich hoffe das auch, du. Eine Sternkarte, die kann man mal nehmen, das ist sehr interessant. Nachricht des Chefredakteurs. Ist das eine Schreibmaschine? Ich muss einmal räubern hier bei ihm. Ist auch eine Schreibmaschine. Okay, es ist dasselbe alles. Nicht mal einfach irgendwo hier so eine Karte mitnehmen, ey, das ist immer total hilfreich. Achso, Moment. Nein! Warum getan? Damit der Typ ja gleich in Sicherheit ist. Das ist eine andere Pistole. Ist jetzt abgehauen. Okay, Leute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.